Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar heute zu meinem vierten Adventskalender-Türchen. Und zwar heute mit einem Trading-Tipp mal wieder. Leider ein Trading, weil dieses Video echt sehr, sehr ungeplant ist. Es war eigentlich ein anderes Video geplant, es gab da leider ein paar Probleme. Deswegen ein Trading-Tipp, ich denke, es ist immer noch besser als gar kein Video und ihr freut euch über einen Trading-Tipp. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall jetzt rein in den Trading-Tipp. Wie gesagt, heute mit einem Trading-Tipp, ich will gar nicht viel labern. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall rein in den Trading-Tipp. Und zwar, seht ihr schon, wir gehen aus Spielerqualität Premier League. Das könnt ihr auch mit anderen Ligen ausprobieren und schauen. Dort, wo der günstigste Spieler liegt, der liegt so ungefähr bei 600 Münzen, sagen wir mal so 650 Münzen durchschnittlich. Und ich habe dann mal geguckt, ob man da eventuell jemanden gesniped bekommt, einfach mal versuchen, den Spieler zu snipen. Muss ich euch sagen, hat nicht so gut funktioniert, seht ihr auch gerade im Hintergrund. Ist auch sehr, sehr schwierig und auch ein bisschen zeitaufwendig, deswegen habe ich da eine andere Methode, die eigentlich sehr, sehr einfach ist. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, und zwar einfach ein günstiges Erbieten. Ihr seht das gerade im Hintergrund, ich habe da 450 Münzen drauf geboten. Maximal, ihr könnt euch auch weniger drauf bieten. Was ich euch am besten empfehlen würde, wäre auf jeden Fall, wenn ihr so 400 Münzen bietet. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Preis. 450 Münzen muss gar nicht sein. Man kriegt auch sehr, sehr viele für 400 Münzen. Werdet ihr auch gleich im Hintergrund noch eingeblendet sehen. Werde ich euch zeigen, welche Spieler wir verkauft haben oder euer gesagt bekommen haben. Und dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal ein paar mit. Packt euch die Transferliste voll. Vielleicht behaltet ihr die auch und investiert damit ein bisschen in die Premier League SBC, die rauskommt. Ligen SBC. Oder behaltet diese Spieler oder verkauft den halt mit einem guten Gewinn. Müsst ihr jetzt für euch selber entscheiden, was ihr da am Ende machen werdet. Auf jeden Fall seht ihr gerade im Hintergrund, wir haben echt sehr, sehr viele Spieler bekommen. Ich sage so ungefähr so 60% von den 100 haben wir bekommen. Und ihr seht, da sind schon wirklich sehr, sehr gute Karten dabei. Das natürlich auch wichtig ist, was ich gerade vergessen habe zu sagen, nur in Wear-Spieler, nicht in Non-Wear-Spieler. Habe ich investiert. Ihr könnt euch auch Non-Wear-Spieler nehmen. Sind auch ungefähr bei 600, 650 Münzen, aber ich habe das mit Wear-Spielern gemacht. Müsste aber auch genauso gut mit Non-Wear-Spielern funktionieren. Habe ich gerade einfach nur ein bisschen vergessen zu erklären. Ihr seht schon, da kommen Spieler erst so ab 600, 650 Münzen rein. Und das sind auf jeden Fall wirklich sehr, sehr einfache Coins. Sagen wir, ihr seht hier gerade im Hintergrund, wir kriegen die Spieler für 400 Münzen, verkaufen sie für, sagen wir so, wir machen mal 200 bis 300 Münzen Gewinn, verkaufen es den Spieler und haben dann direkt bei eben 3K oder so. Und das mit sehr, sehr wenig Aufwand. Da könnt ihr wirklich nach einer gewissen Zeit mal eben ganz schnell 10, 20k machen. Es ist nicht viel Arbeit. Ihr könnt so echt sehr, sehr einfach Coins machen. Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannte Trading-Methode. Ihr seht gerade im Hintergrund, wie wir noch die Spieler verkaufen. Ich weiß auch nicht, warum ich das eigentlich nur mit Wear-Spielern gemacht habe. Ihr könnt es auch mit Non-Wear-Spielern machen. Und ihr seht, da sind wirklich knackige Spieler dabei. Da machst du mal eben mit einem Spieler 500 Münzen oder so gewinnen. Den Rest habe ich in die Transferliste getan, um euch das nur zu zeigen. Und man kann da wirklich sehr, sehr einfach Coins machen. Das war es dann auch eigentlich schon mit dem Trading-Tipp. Ein sehr, sehr ungeplantes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne mal ein Like da, lasst ein Abo da. Viel Spaß beim Coins Traden und ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Dann bis zum nächsten Mal und ciao!